Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von die Welt können jetzt mal wieder hier rein, ganz ehrlich. Mein Test. Genau. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt eigentlich alles soweit haben für die Betonblöcke. Da freue ich mich drauf. So, das heißt. Bumm. Ja, 60 Blöcke. Bumm. So, und damit haben wir jetzt, wie viel brauchten wir? 220, ne? Hä, wie sagen wir? Das ist aber mehr als 220. Ach nee, halt. 220 braucht man ja für ein AKW. Wir brauchen also 400. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was haben wir jetzt gerade hier gemacht? Also für zwei AKWs brauchen wir auf jeden Fall 440 Blöcke. Wie viele haben wir jetzt? Haben wir jetzt 440? Kommt fast hin, ne? Ja doch, wir haben 440. Ah ne, wir haben nicht 440. Es sind noch ein paar. Ach, wollte ich einfach. Ich hatte ja von den 220 50 abgezogen, wo wir auf 170 kamen. Und habe davon einfach das Doppelte genommen. Das heißt, ich habe quasi die 50 Blöcke zweimal abgezogen. Deshalb fehlen uns jetzt noch ein paar. Ja gut, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar. Und zwar 400. Brauchen wir überhaupt wirklich so? Warte mal kurz. Ich meine, wir haben ja mehr Beton. Wir brauchten von denen hier auf jeden Fall 440. Klare Sache, da führt nichts dran vorbei. Denn wir haben ja. Nee, andersrum, wir brauchten 216. Für. Also, ne, 260 brauchen wir für ein AKW. Das heißt 432 für zwei AKWs. So. Das Schöne ist, wenn ich so mache, seht ihr beides. Ihr seht hier die Rechnung oder meine Daten. Und ihr seht trotzdem auch hier, das, also in-game, also beim Video, seht ihr halt das Spiel. Mann, habt ihr ein Glück. Ihr braucht nicht mal Multimonitor, um Multimonitor zu haben. So, das heißt, wir brauchen hiervon 400, ne, brauchen also hiervon den nächsten. Brauchen wir gar. Wow! Guck mal, wir kriegen immer 5. Das heißt, wir brauchen hiervon die nächste 5 teilbare Zahl. Das wäre eigentlich 35. Aber da wir ja bereits 2 haben, reichen zu 430 genau aus. Weil dann haben wir genau 430, eine durch 5 teilbare Zahl, plus die 2, die wir bereits haben. Genial. So, das heißt, wir brauchen 430. Das wären 86 durch 5 geteilt, oder? Müsste. So, wir brauchen also das Ganze 86 Mal. Das heißt, wir brauchen wieder 430 von den Dingern. Da fehlen uns also noch, ne, damit wir hier, ne, also das sind jetzt immer 100. Das heißt, uns fehlen noch, wie viel brauchen wir? 430. Wir brauchen also noch 19 Stück davon. Okay, dann let's go. 419. 19 brauchen wir. So, 19. Das wären also genau, ja. Haben wir noch einen Betonblock rumfliegen? Rein zufällig einfach mal irgendwie hier so. Ein Betonblock? Einen einzigen brauchen wir bloß. Einen einzigen. Aber nee, wir haben gar keinen rumfliegen. Oh, that's sad. That's so sad. Ja, gut. Weil, ne, wir kriegen ja hier 18 raus, wenn wir es dreimal machen, dann würde uns noch genau einer fehlen, aber naja. Heißt, wir müssen das Ganze noch viermal machen. So, viermal. Das heißt, wir brauchen noch. Hey! Achtmal. Das. Wir brauchen noch achtmal. Das. Wir brauchen noch 8 Schmiedestäbe, aber daher gucke ich jetzt doch erstmal noch, ob wir da nicht noch welche haben. Weil so ist es mir nämlich irgendwie, dass wir hier noch massig davon haben. Ja, hieß doch.
So. Wollen wir bloß noch wieder hier ein paar Mal Farbe. Gut, das heißt, wir brauchen das hier noch viermal. Also brauchen wir achtmal schwarz. Verdammt. Viermal weiß. Bam. Und dann brauchen wir wieder viermal Erde. Wobei haben wir ja noch? Genau. Den Eimer haben wir auch noch. Ja, den Eimer haben wir schon zurückgestellt. Brauchen wir das Ganze also noch viermal. Ist ja überschaubar. So. Du. 1, 2, 3, 4. So. Okay. Dann haben wir das auch. Damit müssen wir jetzt noch viermal Beton machen. Bam. So. Jetzt haben wir nämlich genau 1, 2, 3, 4, 5. 430. Tada. 400 plus 30. Perfekt. So. Jetzt haben wir das 430 Mal. Das haben wir also. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir brauchen noch das andere entsprechend jetzt mehr. Die hier. Das heißt, die brauchen wir jetzt viermal. Und 4 mal 86 sind. Oh, lass mich kurz im Kopf rechnen. 300. Was? 86 mal was? Mal 4, genau. So, das heißt, das wären 344? Ich mach's mal ganz klassisch. So, 6 mal 4 sind 24. 8 mal 4 sind 32. Und das plus das ist jetzt, liebe Schulkinder, aufgepasst. Was jetzt? Genau. 4 plus 0, 4. 2 plus 2, 4. 0 plus 3, 4. 3. Also tatsächlich, tada, 344. Nice. Mein alter Mathelehrer wäre stolz auf mich. So, 344 mal brauchen wir. Oh, scheiße. Müssen wir jetzt durch 9 teilen, ne? Okay, durch 9 teilen, kein Bock. 344 durch 9, so. Das sind 38 diesmal. Also, etwas mehr als 38. 38,222. Dann wäre jetzt natürlich doch die Frage, ob wir nicht doch noch ein paar haben, ob das nicht ausreichen würde. So, das wären 844 minus 2. Also 842 durch 9. Und da kommen wir jetzt genau auf 38. Wow, Alter, das passt ja wie die Faust aufs Auge hier gerade. Ein Glück habe ich die damals aufgehoben. Holy shit. Das ist ja genial. So, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch neunmal dieses Rezept. Das heißt, wir brauchen. Was? Nein, nee, nein, nicht neunmal, 38 Mal. So, das heißt, wir haben jetzt das jeweils 30 Mal gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt jeweils noch 8 Mal das Ganze. Oh mein Gott. Gut, ich mache aber erstmal, ne, damit ich jetzt nicht durcheinander komme, schließe ich erstmal die aktuellen Vorgänge ab. So, das heißt, wir haben unsere 430 Beton. Haben wir. Ich packe die mal nach hier unten hin. So, das haben wir. Wir haben auch schon zwei Platten. Und für die restlichen Platten sind hier die Sachen fast fertig. Du musst nur noch da rein und du musst da rein. So, dann haben wir auch schon mal. Warum haben wir nur 24? Ich wollte doch da jeweils 30 machen, nicht 24. 60.
Hä? Also hier ist jetzt gerade gar nicht so, was ich hier gemacht habe. Was habe ich denn hier gemacht? Hatte ich etwa schon Bronze und habe sie aus Versehen weggepackt oder was? Ne, wir haben gerade mal zweimal Bronze. Was soll habe ich hier gemacht? Gut, okay, das heißt, hier können wir nochmal komplett von vorne anfangen. So, wir brauchen also, wir brauchen das Rezept 38 Mal. So, das heißt, 38 mal 3, 38 mal 3 sind 114 jeweils. 114, schreibe ich mal kurz auf hier. Was ist das hier eigentlich? Egal. 114 brauchen wir jeweils. So. Zinnbarren. Zinn. Naja, das reicht nicht ganz. Was bist du? Du bist Schmiedeeisenbarren. Wir brauchen Bronze und Edelstahlbarren. Kohlenstoffbarren haben wir auch noch eine Menge. Und Chrombarren. Chrom. So, 114. Durch 5 ist natürlich wieder eine Zahl, die nicht hinhaut. Das heißt, wir brauchen 115. 115 durch 5 sind 23. So, das heißt, wir brauchen 23. Achso, halt, wir haben ja schon ein bisschen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Egal, ich klatsche einfach mal rein hier, ne? So, da und dann nehmen wir mal hier. So, ich klatsche auch mal mit rein. Und dann, wenn wir irgendwann genug haben. Halt. So. So, das heißt, wir haben jetzt 25. Wir brauchen also noch 90. Okay. Für 90. Wir bräuchten also hier gerade mal 18. So, das müsste jetzt genau reichen. Voila. Genau. Gut, dann müssen wir mal warten, bis die Maschine mal wieder läuft. Warum läuft die schon wieder nicht? Ach, weil draußen wieder dunkel ist. Ach, ich will mein AKW einschalten. Ich will mein AKW haben, ihr Schweine! Wer ist denn gerade alles on? Ist hier überhaupt jemand on? Ah ja, Roland ist on. Ich kann also auch nicht pennen gehen. Ach gut, egal. Dann gehen wir halt trotzdem pennen. So. Aha. Wir haben gepennt. So. Dann haben wir also das schon mal fertig. Das hier haben wir also schon mal fertig. Als nächstes kommt denn jetzt Bronzebarren. Da brauchen wir auch wieder 114. So, 114. Hier haben wir auch schon ein paar. Das heißt, wir brauchen bloß noch 114. Minus 24 bis 90 sein. So, das heißt, wir brauchen noch 90 mal Bronzebarren. Kriegen wir natürlich wieder 8 raus, war ja wieder klar. Leg mich am Arsch. So. Das heißt, 90 durch 8 sind 96. Müssten also 12 sein. Ja. So, das heißt, 12 mal Zinn brauchen wir noch. Bam. Und wir brauchen noch 12 mal 7, das sind 144, nein, 12 mal 12 sind 144, was laber ich, 12 mal 7 sind 84,
hoffe ich. 84 mal Kupfer brauchen wir. 84 mal Kupfer. 84 mal Kupfer. Naja, sind ja fast 84. So. 84, 12. So. Da müssen jetzt genau 90 Stück rauskommen. Nee, genau, 96 kommen raus. Eben. 90 geht ja nicht. Genau. Wollte gerade sagen, weil hier kommst du ja niemals auf 90. Weil bei 4 plus 2, hä? Wie soll da eine 0 rauskommen? Aber eben. Mit der 96. Da wir 6 zu viel produzieren müssen. So, den restlichen Scheiß packe ich mal wieder hier oben rein. Weg mit dir. Chrom brauchen wir, glaube. Brauchen wir Chrom? Nee, haben wir schon. Edelstahlbarren brauchen wir. Und die sind gerade in der Fertigung. Das heißt, kann alles weg. Hoffentlich. Du kannst beide auch mal hier mit rein. So. 5 Betonblöcke haben wir sogar noch über. Die packe ich mal liebevoll da oben mit rein. Warum haben wir eigentlich 5 Stück über? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir brauchen noch immer genau 5. Ach, wollen wir 6 rauskommen. Ah, okay, genau. Das heißt, da haben wir jeweils, da haben wir einmal nur einen gebraucht. So war das. Okay, gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So. Jetzt müssen wir bloß noch warten, bis die Dinger alle durch sind. Das hier und das hier. Der macht halt gar nichts. Okay. Wer ist mehr ausgelastet? Na gut, sind beide ungefähr gleich ausgelastet. Gut, da können wir jetzt bloß warten. So. Die Dinger haben wir schon. Genau, ja, das können wir bloß warten, bis hier die Dinger fertig sind. Das heißt, in der Zeit, wo wir warten, nehmen wir schon mal den Verhalt, das war eine AKW auseinander. Das wird ein Spaß. Vor allem das ganze Wasser hier drin. Ich nehme mal erstmal das Wasser. Ach ja, siehst du, wir brauchen ja auch noch so einen Chor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, aber es geht eigentlich. Wir brauchen nur noch mehr Verbundsplatten, danke dafür. Und Kohlestoffplatten. Kohlestoff, Kohlestoff, noch mehr Kohlestoff, Kohlestoff, alles Kohlestoff hier. Oh mein Gott. Kohlestoffplatten. Haben wir keine mehr davon, nee. Sad. Das ist deprimierend. Gut, wie gesagt, wir bringen erstmal das Ding hier auseinander. Dazu müssen wir mal kurz das Ding leer machen. So. Ich glaube, wir sind schneller, wenn ich einfach alles zumache. Hey, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir hier nochmal dran rumbauen, ne? Weil gerade bei AKW rumbauen, ist natürlich. Ne, ich meine, gut, das Ding war aus. So, da kann also nicht so viel passieren. Aber trotzdem hat man aber immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Und ja, dass das erste Mal, dass ich das mache, natürlich auch noch direkt im Let's Play ist. Oh Mann, da brauchst du das Messer für, ne? Geht ein bisschen schneller. I don't know. Gut, jetzt müssen wir das hier auseinandernehmen.
Alter, wie dabei die Spitzhacke runtergerattert wird, ey. Holy shit. Ich mache jetzt mal hier einen Ausgang. Ah, siehst du, da war auch gleich ein bisschen mehr Licht. Gut, ich komme hier gar nicht drauf, sehe ich gerade. Alter, wie schnell geht die Spitzhacke dabei runter? Holy shit, scheiße, die Wand dann. Alter, meine Spitzhacke. What the fuck? Die war ja schneller weg, als man gucken konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Meine Spitzhacke. Wir haben gerade 3 Regenbogenohr verschwendet. Was ist geschehen? Sie war noch so... Gut, okay, sie war mittlerweile schon sehr alt, muss man dazu sagen. So jung war sie nicht mehr. Aber trotzdem. Wir haben ein paar... Guck mal, wir haben... 20 Blöcke abgebaut vielleicht. Und wir haben noch 3000 vor uns. Mother of God. Alter, guck, 2 Blöcke abgebaut und Ding ist schon zu 10% runter. What the fuck? Oh mein Gott. Guck, halb runter. Was zum Fick? Okay. Ich glaube, da müssen wir cheaten. Jetzt würde ich mal gerne was probieren. Ich weiß, das wäre schon fast cheaten, aber... Ah. Wo ist der andere hin? Hä? Haben wir den... Der, wo ist der andere hin? Wir haben den ersten gar nicht zurückbekommen, oder? Ja, das ist ja... Ach, auf einmal geht's so einfach und schnell. Hui. Oh, aua. Das geht auch sehr einfach und schnell. Alter. Ich weiß, okay, ja, Blast Resistant Concrete und so ist natürlich schon stabil, ist schon klar. Aber holy shit. Dass dabei 20 Blöcke und unsere Spitzhacke war weg. Digga, was? Das kannst du doch keinem mehr erzählen hier. Das war ja schon echt heftig. Ja, also dieses Replacement-Tool ist schon ganz geil. Siehst du, wir könnten doch unsere Bohrer benutzen. Müsste ja auch funktionieren, oder? Warte mal kurz. Ich probiere mal unsere Bohrer. Das wäre zumindest etwas weniger gescheatet. Wäre zwar auch instant und damit eigentlich müsste es eigentlich genauso gescheatet sein, so vom Funktions her. Gib mal kurz den Bohrer. Dankeschön. So, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht alles abbauen, sondern, ja, geht auch instant. Ja, und da wird die Batterie auch nicht viel stärker belastet. Gut, hier ist jetzt natürlich, machen wir mal so hier. Wie komme ich jetzt eigentlich drauf? Perfekt. So. Und bam. Hier geht es jetzt nur noch 2 runter. Es wäre also günstiger, wenn ich jetzt so mache und dann so. Na gut, wir hätten es also von Anfang an mit dem Bohrer machen sollen. Da brauchen wir nicht... Gut, ich meine,
das Ding ist letztendlich bloß genauso mächtig wie das Ding. Also letztendlich ist es auch nicht mehr gescheatet. Also. Es ist halt letztendlich. Oh. Es ist halt letztendlich einfach nur krank, wie schnell eine Spitzhacke dabei kaputt geht. Dass die halt so abnorm schnell abgebaut werden. Das war ja schon. Das war ja schon. Warum sind da Löcher im Boden? Oh. Dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal runter. So, jetzt müsste alles unten drunter liegen, richtig? Ah, nee, hier oben ist auch ein bisschen was. So, und alles andere müsste jetzt hier unten rum liegen. So, jetzt müssen wir hoffentlich wieder 216 Stück haben, ne? Oh, wir haben nur 200. Was? Warum? Warum haben wir nur also nicht mal 200? Sind da die welche wieder auf Wasser verglitscht oder was? Ja, tatsächlich. Lol. Dieser Bohrer, der ist irgendwie total seltsam. Bei dem Bohrer, also sobald du mit dem Bohrer arbeitest, ich weiß nicht warum, aber die Sachen fliegen überall hin. Also meistens nach oben. Das ist ja super abstrakt hier. Die waren hier oben. Warum? Aha, ich sehe, jetzt haut's auch hin. Genau. Hier haben wir. So, geh mal kurz weg da. So, so. Und 216. Easy. Gut, wie viel wir hier brauchen, weiß ich gerade gar nicht. Hier brauchen wir. Wir haben 2x25 für die Beinseiten. Dann haben wir 5x5. Auf den Seiten haben wir also bloß noch 3x5. Das wären also 2x15, also 30, also insgesamt 80. Und um und unten haben wir dann bloß noch 3x3, also 9, also 18, aber wieder minus 2. Also 16, also 6, ja doch, genau, 96, haut hin. Ja, doch. Doch, genau, okay, haut hin. Ja. Nevermind, gut. Genau, dann haben wir hier schon mal ein AKW. Ja, siehst du, ein AKW zusammenbauen geht doch voll schnell. Easy. Warum brauchen wir bei den anderen beiden so lange? Verstehe ich gar nicht. So. Ich schmeiß das Zeug erstmal hier mit rein. Wobei, ich lasse das mal lieber getrennt hier. So. So, dann wissen wir, da haben wir hier schon mal. Ne? Das hier ist. Das hier ist immer ein AKW. Ne? So, das brauchen wir für ein AKW. Plus das Wasser, ja, okay. Aber, ne? So, das ist ein AKW. So, wie wird das jetzt hier eigentlich hier? Ist das hier mittlerweile mal irgendwas fertig? Ah! Haben wir 115. Gut, ja, haben wir mehr, aber das war, glaube ich, geplant. So, das letzte, was uns jetzt noch fehlt, war einfach nur Stahlbarren, ne? Blast Resistant. Das letzte war einfach nur Stahl. Ach nee, Zinn. Deswegen hatten wir so viel Zinn gehabt. Okay, verstehe. Zinn, 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 Zinn. So, das heißt, wir brauchen noch 200, 400. Was brauchten wir? 144? Ernsthaft? Nein. Hier stehen so viele Zahlen, ich blicke gar nicht mehr durch. Das hier kann sowieso weg, brauchen wir nicht mehr. Was war das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich mach einfach mal ein bisschen Sinn, ne? Kann nicht schaden, so.
Bam und noch einer. Bam, so easy. So, jetzt nämlich. Jetzt kommt nämlich hart auf hart. Hiervon brauchen wir jetzt... genau, 38 brauchten wir. Alles. Bumm. Ach, die Dinge müssen wir kompressen. Oh Gott. Das kann sich ja nur um Jahre handeln. Jeweils 100 Stück kompressen, das läuft ungefähr so wie bei meiner Geburt. I don't know. Wenigstens ist Tag. So, da ist wenigstens Licht, also Strom, aber 100 Stück wird halt trotzdem ewig dauern. Oh mein Gott, das dauert so ewig. Das ist total verrückt. Oh mein Gott. Warum müssen wir die Dinger kompressen? Das ist ja schlimm. Wir sollten uns eigentlich mal irgendwann bei Zeiten die gesamte Anlage hier zu HV umbauen. Das wird zwar scheiße teuer, aber irgendwann müssen wir was machen. Achso, hä? Ach, so viel HV gibt's gar nicht. Es gibt bloß einen HV-Kohlegenerator, das war's? HV gibt's ja gar nichts. Okay, nevermind. Gut, dann, ach gut, ja, okay, den Steinbruch, den gibt's in HV, genau. Aber alles andere gibt's gar nicht in HV, sehe ich gerade. Ist wirklich nur die Stromgenerierung. Ne, da haben wir das AKW und diesen Kohlegenerator. Und Stromlagerung mit HV-Batterien. Ansonsten mehr gibt es ja gar nicht hier. Achso, na, und Solar natürlich noch, klar. Ach stimmt, ja genau, hier dieses Kraftfeld gibt's, ist auch noch HV. Ja, nee, okay, das ist natürlich interessant. Gut, dann hat sich der manchmal erledigt. Boah, das hier dauert halt echt ewig so. Holy shit. Ja gut. Wir haben schon mal 6 von ein paar hundert. Gut, dann können wir so lange wie die Dinger arbeiten, schon mal hier unten das Haus, also den Raum hier verbreitern. Und zwar müssen wir den verbreitern, um. Also hier in der Mitte ist kein AKW. Sondern das eine AKW fängt quasi dann hier an und das andere AKW fängt dann hier an und geht in die Richtung. So, das heißt, wir müssen den ganzen Raum um 4 verbreitern. In die Richtung um 4 verbreitern und in die Richtung um 4 verbreitern. Richtig? Nein, macht keinen Sinn. Warte mal kurz. Also wir ein AKW. Ach doch, genau, ein AKW ist 7 breit. Das heißt, wenn ein AKW dazukommt, kommen halt noch 7 dazu, plus die Lücke zwischen den beiden, also einer. Heißt also, es kommen 8 Blöcke dazu. Also in beide Richtungen 4. Macht doch voll Sinn. Gut, dann let's go. Dann, oh, das wird ein Spaß. Oh, das wird ein Spaß. Oh mein Gott, das wird ein Spaß. Bam. Das ist 1, 2, 3, 4. Ah. Beziehungsweise, wir müssen ja jetzt sogar ein 5 verbreitern. Weil wir müssen ja auch die Wand wieder reinziehen, ne? Und eben, wir nehmen ja hier auch die Wand weg. Das heißt, die Wand kommt auch noch mit dazu. So muss das sein. Eigentlich kommt hier gerade nirgendwo Wasser zu. Ich hatte schon gedacht, dass jetzt hier Wasser durchläuft gleich. Aber nö, das bleibt uns zum Glück erspart. Wir können also wirklich einfach weiterziehen. Oh, hier unten wird aber... Ah ja, geht so. Geht eigentlich voll. So, wie viele müssen wir noch runter? Wir müssen noch 3... Ja, 3 Blöcke müssen wir runter. Hey, boah, hallo? Oh, Akku leer. So, kommst du schon mal das Ladegerät? So lange kann der schon mal weggenommen werden. So, was ist jetzt hier? Hier können wir schon mal die anderen... So, kommst damit rein, kommst damit rein und du kommst damit rein. Bam, fertig. Das heißt, wenn wir mit dem... Wo bin ich hier gelandet? Wenn wir also mit dem Raumverbreitern fertig sind, dann müssen auch eigentlich alle Sachen fertig sein.
Sehr geil. Gut, da würde ich mal sagen, oh, nicht schon wieder reinfallen hier. Dann, ja. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier mit dem Raumverbreitern weiter. Oh, hier fällt was. Und, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir genau das in der nächsten Folge. Und, sehen uns dann da dann auch wieder. Bis dann.